denn es ist ja so. Ja, hallo? Hallo? Schönen guten Tag, von den Strombergen bin ich da bei Familie Schukow. Ja, mit wem wollen Sie bitte sprechen? Ich habe hier einen Herrn Schukow stehen, da geht es um den regionalen Stromanschluss in der Heimstraße 89. Bin ich da bei Ihnen richtig, Jörn? Ja, dann wollen Sie bestimmt mit Dimitri reden. Genau. Ja, einen Moment bitte. Danke. Schukow, hallo. Ja, Angela Kaul ist hier. Schönen guten Tag, Herr Schukow. Hallo. Es geht um den regionalen Stromanschluss in der Heimstraße 89. Da bin ich bei Ihnen jetzt richtig, ja? Ja, Stromanschluss, nichts Elektroschocker. Kuppel sagt, Sie rufen an wegen Elektroschocker. Nee, 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 nichts Warte, warte, Elektroschocker, warte. nur Strom. Was erzählst du für Scheiße, Mann? Du machst mich lächerlich, Suka. Entschuldigung, was möchten Sie Kein bitte? Problem. Es geht einfach nur darum, Sie hatten in der Vergangenheit schon mal eine Stromanpassung und da wollten wir fragen, ob alles zu Ihrer Zufriedenheit verlaufen ist oder ob es irgendwelche Beschwerden oder Probleme gab. Ja, letzten Wochen, da haben die Straße aufreißen, Stromleitung kaputt machen, aber da kann ja die Oh. Firma nichts für. Oh, das ist natürlich nicht toll. Ich hoffe, das konnte sich schnell wieder klären und hat nicht zu lange angehalten. Ja, das Gute ist, mein Homie Rakesh hier, der Bekloppte, der Elektroschocker sagt, der ist so Survival Man. Wir haben Gaskocher und alles, wir haben die 3 Stunden gut überlebt. Okay, das ist ja schon mal positiv. Richtig, sonst Okay. könnten wir gar nicht reden. Bitte? Sonst könnten wir ja gar nicht reden. Das wäre große Schande. Ja, das stimmt allerdings. Da würden wir es noch verpassen. Aber Weil ich kann Ihnen richtig. nämlich heute günstigen Strom anbieten. Das ist doch mal was Gutes, oder? Ja, ich möchte dann bitte 3 Eimer haben. 3 Eimer? 3 Eimer Machen wir Strom. fertig, schicken wir raus. Das ist wunderbar. Können Sie bitte Ja? Express-Mail machen, weil wir haben morgen Aufnahme bei Tonstudio. Da brauchen wir viel Strom. Boah, bestimmt. Jetzt bestimmt der Große Express machen. Klasse. Ah, das ist geiles Service. Möchten Sie ein Stück Kuchen haben? Hat mein Mamuschka gebacken. Oh, ja gerne, den können Sie auch überschütten, den Kuchen. Ja, ich schicke bei E-Mail. Können Sie mir Adresse geben? Ich werde einscannen. Jetzt mal kurz Scherz beiseite, Herr Schuko, sonst kommen wir hier gar nicht Oh. vorwärts. Was ich jetzt mit Ihnen einmal machen möchte, ist hier ein Stromvergleich. Wenn Sie mir einmal verraten, was Sie im Jahr an Strom verbrauchen von der Kilowattzahl, gucke ich mal nach, was wir für Sie machen können. Wir kriegen da bestimmt was günstiger. Ja, wer weiß, aber ich habe keine Ahnung, was wir bei Jahr verbrauchen. Hilft, was wir bei Monat bezahlen? Hallo? Das hilft auch, ja? Ja, warte mal. Gib mal die Buch mit den Kontosachen. Suka. Ja, wir zahlen 57 Euro. 47 Euro, okay. 57. 57, Ja. okay. So, Sonst guck mal. zu wenig Strom für 10 Euro weniger. Sind Sie bei der Energieversorgung Sylt GmbH? Ja, wir haben nichts geändert, seit wir hier gezogen. Also beim Grundversorger sind Sie, okay. Bestimmt. Da können wir mal gucken. Einen Moment. Da. Sind Sie schon mal bei Sylt Muss ich? gewesen? Nee, Sylt war ich leider noch nicht. Ich höre immer nur Gutes davon. Ja, müssen Sie mal herkommen. Aber nichts bei Winter, ist arschkalt und die nie die Straße räumen. Das ist wie in Moskau. Aber ich kann mir Sylt im Winter trotzdem schön vorstellen. Das ist Ja, bestimmt schön vom Wind her, oder? Von der Luft. Sie kommen gut voran, wenn Sie Schlitten oder Ski haben. Ansonsten ist Scheißdreck. So viel Schnee? Ja? Nicht Schnee, einfach kalt. Weißt, von dem Meer kommt immer feucht und dann Straße glatt, Weg glatt, Haus glatt. Ja, okay, das ist natürlich dann nicht so toll, Weißt du, ne? dann sind keine Touristen auf die Insel und denken, die scheiß Einheimische, brauchen wir die Straße nicht streuen. Okay, naja gut, das ist natürlich dann auch nicht so toll, ne? Nee, ist nicht gut. Scheiß Image. Na. Ich gucke jetzt gerade mal hier mit Ihrem Stromtarif. Da sind Sie aber ganz schön teuer, das muss ich mal sagen. Ja, bin ich das? Ja, weil ich kann Ihnen das nämlich im Ganzen hier wesentlich günstiger anbieten. Dann zahlen Sie nicht mehr 57 Euro, dann zahlen Sie nur noch. Moment. Na? Einmal meinen schlauen Taschenrechner dazu nehmen. Ah, Kurzen Moment. super. Geil. Was ist das für Taschenrechner? Ich habe auch gekauft gestern. Ich habe den ja hier auf dem PC, den Taschenrechner. Ah, weißt du, ich bin Mathematikfanatik und ich habe
13 Taschenrechnung, immer die neueste Modell haben. Ich dachte, Sie sind zahlengewandte Kollegin. Oh ja, nee. Kopfrechnen ist nicht so meins. Dann nehme ich doch lieber den Taschenrechner. Das ja. ist meistens also, nur auswendig lernen. Soll ich Sie beibringen? Ich brauche eine Viertelstunde. Dann sind Sie Albert Einstein. Eine Viertelstunde nur? Ja, dann sind Sie gut und dann kann man Aufbau machen, selber lernen. Dann kann man Aufbau, ja klar. Nee, ist klar, man muss sich da an sich mit auseinandersetzen. Ne? Umso öfter man das macht, umso besser wird man. Das ist richtig, schon, das ist wie ist mit Schießen logisch, und ne? Autofahren. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Okay, also, Herr Schukow, ich kann Ihnen anbieten, halten Sie sich fest, dass Sie die nächsten nur 59 Euro an Strom bezahlen. Wie viel? 49 Euro. Statt 57 Euro. Ja, das ist doch gute Zahl. Ne? Das hört sich doch wesentlich besser an. Können wir 45 machen? Das kann ich nicht vom Verbrauch. Ich kann nur, das gibt mir leider mein PC vor. Ich kann die Preise da nicht ändern. Ja. Für Sie würde ich es natürlich gerne machen, aber ich kann mein PC nicht bescheißen. Dann kriegen Sie nicht nur ein Stück Kuchen, dann kriegen Sie ganze Torte. Oh, das hört sich aber nett an. Wo darf ich den Torte denn hinbringen? Ich kann bei Ihre, Sie haben keinen Akzent. Man kann nicht hören, kommen Sie aus Bayern oder Sachsen. Wir sitzen hier in Leipzig. Also doch, so die Richtung. War ich gar nicht ich so schlecht. Aber ich selber komme aus Nordrhein-Westfalen. Deswegen habe ich da nicht so den Akzent. Ja, gut, ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie klingt Nordrhein-Westfalen. Weißt du, du hast Partner aus Bayern, da kannst du hören, dass ich einen Dachschaden, aber dann... Andere Länder Ach haben Quatsch, fast nur warum? Nö, ich finde das jetzt gerade gut so, wie es ist. Ja, aber es klingt lustig, das war jetzt nicht böse gemacht. Ich habe einen Kumpel. Aber lieber so ein lockeres Gespräch, wie jetzt, wie wir ja gerade führen, als irgendjemand, der nur rummeckert. Ja, ich kann auch reden wie ein Banker und über alles meckern, aber das hilft ja nicht weiter. Nö, das stimmt allerdings. Ich habe hier meine andere Mitbewohner, der ist Schweizer, das ist so geil, wenn die reden. Du kannst dich kaputt lachen den ganzen Tag. Der kommt rein und erzählt... Die hört auch immer gerne, der ja? Der kommt rein und erzählt, seine Katze wurde von Auto getroffen und ich muss lachen, weil er klingt so lustig. Er ist nicht böse gemeint, okay, mein Bruder. Oh je. Wie der guckt. Aber sie mag Schweizer. Möchten Sie mal mit den Schweizer reden? Komm mal her, Led, komm mal her. Das wirst du mögen, komm mal her. Ja, grüezi, wer ist denn da? Ja, hallo! Ja, grüezi! Wie geht's Ihnen? Ja, ist ja alles wunderbar hier drüben, außer dass der mich auslacht wegen meiner Katze. Und wie geht es Ihnen? Nee, das ist natürlich nicht nett, dass er sie auslacht wegen der Katze, um das Gottes Willen. Egal. Das soll natürlich nicht so sein. Das ist schrecklich. Und was? In welcher Verbindung stehen Sie zu Dimitri? Sind Sie die Vanessa? Nein, wir sind ja ein Stromanbieter. Ich schaue nur, was wir vom Stromtarif her günstiger machen können. Ach ja, da habe ich kenne den Dimitri gar nicht persönlich. Doch, da haben Sie aber etwas verpasst, sage ich Ihnen. Ich habe Ihnen neulich gesagt, er soll mal wegen Strom gucken und habe ihn schon angeschrien, weil er das nicht auf die Reihe kriegt. Ja, deswegen rufe ich... Hallo? Sind Sie ja, noch... Entschuldigung, ich hatte gerade auf Stumm gedrückt. Ich bin hier auf ein Knöpfchen gekommen. Nein, deswegen bin ich ja jetzt hier am Telefon, um das mit dem Dimitri zu machen, dass er günstig Strom bezieht. Ja, was haben Sie denn für ein Angebot bekommen? Ja, also ich habe jetzt hier für den Dimitri, der bezahlt ja jetzt 57 Euro und bei uns würde er nur noch, was hatte ich gesagt, 49 Euro bezahlen. Das ist ja großartig, da könnte mir mein Herz rutscht eine Lawine von Erleichterung herunter. Ach. Das ist ja, ich habe hier so viel Technik aufgebaut und das ist ja hier unsere WG und das ist alles sehr teuer geworden. Jetzt hör auf, mich aufzulachen. Wir haben eine WG, der kleine Inder vom Anfang, mit dem Sie gesprochen haben und okay. Die und meine Wenigkeit. Ach so, okay, ja, das wusste ich nicht, das kann ich nicht raushören. Ja, natürlich. Ja, dann sparen Sie ja alle daran. Ja, das ist in der Tat richtig, aber ich bin jetzt erst dazugezogen, vielleicht sollte man dann noch etwas mehr Verbrauch annehmen. Kann ich natürlich auch, das ist nicht das Problem. Also den Verbrauch kann ich generell erhöhen. Dann wäre man natürlich vom Preis her, wenn wir wieder ein bisschen höher. Aber damit einen höheren Verbrauch, ne? Das ist ja richtig. Also wenn wir mehr verbrauchen, dann müssen wir ja auch mehr bezahlen. Das ist ja völlig selbstverständlich. Ja, das können wir machen. Welche Angaben müssen Sie denn haben? Also ich habe jetzt hier so diverse Technikgeräte. Müssen Sie das ungefähr wissen, was Sie haben hier ein Alphorn stehen. Das hat einen enormen Verbrauch. Hatten Sie nochmal hier? Moment. Sicherlich. Sie mögen dann Schweizer, haben Sie gesagt. Ich höre die gerne reden, die Schweizer. Ja, dann hoffe ich, dass Sie eine Eintrittskarte für mein Gespräch gelöst haben. Was, ne? Haben Sie eine Eintrittskarte für mein Gespräch, wenn Sie sich jetzt belustigen an meine Stimme? Nö, eine Eintrittskarte habe ich leider nicht. Ja, das ist ja schrecklich. Können Sie denn bitte eine erwerben?
Wo kann ich die denn erwerben? Ach, es gibt ja verschiedene Anlaufpunkte in der Tourismusinformation. Könnten Sie es versuchen? Bitte wo? Entschuldigung, habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Ja, in der Tourismusinformation, aber die ist schwer zu erreichen. In der Tourismusinformation? Auf Sylt oder wo? Ja, Sie könnten es auch in den Schweizer Bergen versuchen, aber Sylt ist etwas leichter zu erreichen. Schweizer Bergen. Das ist aber weit weg. Ja, es kommt ganz drauf an. Wo sind Sie denn? Ich sitze in Leipzig. Ja, ich weiß nicht, was ist denn weiter entfernt von Ihnen? Ich glaube, die Schweiz ist schon ein bisschen weiter weg, ob sich das so... Haben Sie schon mal Schweizer Bergziegen entdeckt? Nee, also die Schweiz weiß ich noch gar nicht. Ja, sehen Sie mal, da haben Sie noch nicht viel gesehen von der Welt. Auf Sylt sind Sie auch noch nicht gewesen. Nö, das stimmt, leider. Wo sind Sie denn gewesen? Fehlt ja auch mal das Kleingeld. Ja, können Sie mir eine Reiseempfehlung ausstellen? Nicht wirklich, ich war nur mal in Griechenland, das war sehr schön. Ja, das will ich nicht unbedingt hin, ich habe das Gefühl, die werden mir die letzten Socken klauen. Aber das ist auch schon ein paar Jährchen her, wo ich da war. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt keine so gute Reiselocation mehr. Ja, ich glaube, jetzt ist es dann auch etwas schwierig. Aber gut, ich muss hier ein bisschen vorankommen. Wenn Sie mir nochmal den Dimitri wiedergeben, dann kann ich das hier mit ihm fertig machen, ja? Ja, das ist jetzt ja, geht es ja darum, wir haben das ja alle unterschrieben. Wie werden wir das denn machen? Auf wen läuft denn die Stromrechnung? Das weiß ich gar nicht. Ich werde Ihnen den nochmal geben, ich werde mal in die Unterlagen reingucken, weil der hat ein Organisationstalent wie ein Meerschweinchen. Oh je, das ist nicht gut. Das ist in der Tat, ich werde es ja einmal kurz weitergeben. Kommst du nochmal rein, okay. Ich muss das mal kurz durchschauen hier. Hallo Babuschka, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke schön. Großartig, hast du das Date mit Schweizer genossen? Ja, es war nett. Wunderbar, wann wollt ihr euch wiedersehen? Soll ich Candlelight-Döner machen? Das ist so weit. Na, es lohnt sich. Ich verspreche. Ich verspreche. Ich muss arbeiten. Ich krieg keinen Urlaub. Wie? Was soll das? Das gibt nicht. Im Moment kriege ich keinen Urlaub. Warum? Ich bin noch neu, deswegen. Ich habe jetzt erstmal Urlaubssperre. Wann hast du angefangen? Ich bin jetzt vor 3 Wochen erst hier. 3 Wochen? Und dann darfst du wahrscheinlich halbe Jahr keinen Urlaub machen. Ja, das erste Jahr, ist ja meistens so. Ja, das ist schrecklich. Aber wenn du jetzt gesagt hättest, du kriegst gar keinen Urlaub, hätte ich Gewerkschaft anrufen. Nein, nein, um Gottes Willen, natürlich krieg ich. Also Urlaub kriege ich das schon, nur jetzt im Moment noch nicht. Aber gut, wollen wir mal hier weiter vorwärts kommen. Also, der Kollege hat jetzt gesagt, ich soll den Strom ein bisschen höher setzen. War das richtig, vom Verbrauch her? Warum? Ja, weil er wohl neu dazugezogen ist. Ah ja, der Gedanke ist gut, weil vorher wir... Ne? Wie viel Power-Elektronik haben und jetzt noch einer mehr mit Power-Elektronik, dann ist besser, glaube ich, oder? Deswegen, das auf jeden Fall. Ich habe eben mal aufgeschrieben, wegen Verbrauch, wir müssen das ja berechnen. Ich habe einen Zettel machen, was wir für Geräte haben, können Sie aufschreiben? Ja, das geht schwierig. Was ich auf jeden Fall brauche, ist von Ihnen eine Abrechnung, eine Jahresabrechnung. Da steht der jetzige Verbrauch drauf. Wenn wir den haben, kann ich dann einfach was dazu packen, ne? Dass wir da ein bisschen das Ganze höher einstufen. Und ich brauche auf jeden Fall gleich eine Kundennummer vom alten Anbieter und eine Zählernummer. Ansonsten kann ich hier gar nichts machen. Die Jahresabrechnung brauchen wir auf jeden Fall. So viel Zahlen, das ist eine Herausforderung für den Mathe-Menschen. Problem ist nur, ich finde den Sachen nicht. Der Gellert ist gerade bei Kuchen. Also wie gesagt, die Jahresabrechnung brauchen wir auf jeden Fall. Ja, weißt du, das habe ich neulich irgendwo bekommen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo hinlegen bei Gitarre. Warte mal, ist das hier? Ja, hast du jetzt gerade dich über mich lustig gemacht bei den Kollegen? Kann ich mal bitte die Kollegin sprechen? Das ist keine Kollegin, das ist ein Kollege. Und ich habe mich nicht lustig gemacht. Ja, doch, ich habe nur gesagt, das ist ein sehr nettes Gespräch. Russe dran, dann ein Schweizer. Kann ich mal mit den Kollegen reden, dass der sich bei mir entschuldigt für diskriminiert? Nein, ich habe ja gesagt, das ist ein nettes Gespräch. Ja, wie heißt der Kollege? Der Kollege ist neu, wie heißt du mit Vornamen? Was? Zerk heißt der. Wie heißt der? Nein, der Kollege heißt Zerk. Zerk? Ja. Wie der Champion, oder mit S? Wie von League of mit Legends. Mit S-E-R-G? Ist das auch ein Russe? Gib mir meinen Landsmann. Ein Momentchen. Hallo? Ja, hallo. Hier ist Rakesh. Wer ist da? Der Herr Sagen. Ja, hallo. Und warum lachen Sie meine Kollegen aus? Das kann man nicht sowas machen. Bitte? Sie haben mit den Kolleginnen uns auslachen. Das ist nicht in Ordnung. Nee. Ich habe sie nicht ausgelacht, bitte.
Ja, ich habe doch Ohren. Ich habe zwei Ohren. Ich habe auch sehr gute Headset. Ein Moment. Ja, bitte. Hallo, schon von den Stromwerken. Wo ist denn das Problem? Und wir haben keine Problem. Ich wollte nur mit dem netten jungen Mann sprechen, der mich auslachen. Da ich neben dran saß und nicht der Chef von dem jungen netten Mann drin, der hat sich soweit ich weiß nicht ausgelacht. Ja, dann sonst müsste ich was an den Ohren haben. Und ja, können Sie dann bitte einmal bei Doktor gehen und Kontrolle machen? Nochmal bitte? Dann kann ich nochmal mit der Kollegin reden, für Kontrolle machen. Natürlich. Ich gebe die Kollegin gerne wieder, gar kein Problem. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. So, da bin ich wieder. Ja, hallo, hier ist Rakesh. Dimitri liegt vor Lachen an Boden. Ich muss jetzt einmal den Telefon nehmen. Bitte? Dimitri liegt vor Lachen bei Boden. Ich habe das Telefon übernommen. Warum liegt der vor Lachen am Boden? Weil der immer, wenn der irgendjemand anruft, der immer Callcenter Bingo spielen. Und wer mit den meisten Leuten redet, der hat gewonnen. Und der hat jetzt drei Leute geschafft. Ja, das stimmt allerdings. Der hat gewonnen. Also mein High-Risiko, ich habe zwei Leute schaffen. Aber das waren gar nicht die zwei, sondern der andere, der hat nur seine Stimme verstellen. Und das war nicht in Ordnung, dann habe ich verloren. Ja, das ist natürlich dann nicht so dolle. Ja, kann aber passieren. Und der Chef jo, jetzt, mal wird der Chef bei Sie Schulung machen? Ja, der Chef, der ist ja immer hier irgendwo im Callcenter und guckt, ob wir alles richtig machen. Ja, und der sitzt jetzt neben Sie und wird eine Schulung mit Ihnen machen? Nee, mit mir nicht. Nee, mit dem Kollegen, der gerade neben mir saß. Achso, der, wo Rakesh ausgelacht hat? Nein, der hatte nicht gelacht. Das kam falsch rüber. Na so. Und was wollen wir jetzt machen, wenn Dimitri aufgehört hat zu lachen wie ein Hyäne? Bitte? Was wollen wir jetzt machen? Ja, eigentlich wollten wir ja jetzt hier was aufnehmen, dass er wenig Strom bezahlt. Der hat hier so einen Zettel fallen lassen, so ein Endab gerechnet. Was müssen Sie haben? Endabrechnung ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja, soll ich so. Ihnen... Was steht denn da für ein genauer Verbrauch drauf? Da steht drauf Dimitri Schukow, Heimstraße 67. Und der Verbrauch, der Jahresverbrauch? Nein, Pater Galadon, der wird wahrscheinlich unten stehen, warte mal. Steht meistens immer eine Seite weiter. 2100. 2100. So, ja. Und da ist jetzt noch jemand dazugezogen in die WG, ne? Ja, der Gellert, der Grindelwald. So, und da sollten wir das Ganze ein bisschen höher stufen, das ist richtig. Ja, müssen Sie dazu nochmal mit die Schweizer reden? Ja, dann brauche ich den Dimitri, der ist ja da auch der Ansprechpartner. Warte mal. Hat du dich beruhigen? Ja, komm mal wieder her. Hallo. Ja, hallo. Ich habe gewonnen. Kennst Sie haben gewonnen. Kennst du die Spiel Callcenter Bingo? Nö, das kenne ich nicht, aber ich habe dazugelernt. Vielleicht musst du auch mal spielen. Weißt du, wenn die anrufen und dann guckst du mit möglichst vielen Leuten im gleichen Raum zu sprechen. Ist egal wie lange, aber du musst mit vielen Leuten sprechen. Ach so, okay. Ich glaube, ich habe gewonnen, oder kannst du? Warte, sollen wir Rekorde machen? Kannst du mir noch zwei Kollegen geben, zwei Mädchen? Nee, weil mein Teamleiter jetzt langsam etwas sauer wird und hinter mir steht und ich langsam mal hier in die Pötte kommen muss mit ihnen, sonst gibt's da Ärger. Gib mir den, der hat nicht dich anzugucken wie ein Wildschwein. Okay, ein Momentchen. Ja. Hallo, schönen Tag von den Stromwerken. Ja, was hallo. Kann ich denn für Sie tun? Ja, die junge Frau sagt, Sie machen ihre Angst. Können Sie bitte woanders hingehen und nicht so böse gucken? Ich gucke nicht böse, sitze neben dran, weil mein Arbeitsplatz ist leider neben der jungen Frau. Ja, können und Sie müssen dann denken, ich bin immer noch Ihr Chef. Ja, aber dann ich zahle immer noch das Gehalt der jungen Frau. Nicht so böse gucken, das macht den Menschen Angst. Das ist nicht gut für Moral und Motivation. Die müssen Abschluss machen, da dürfen die keine Angst haben. Die gute Frau muss keinen Abschluss machen. Wenn ja, sie nicht einsparen, muss die Frau auch keinen Abschluss machen. Die Frau wird nach Stunden bezahlt. Ja, und kriegt Provision, wenn sie macht Abschluss. Ich kenne doch. Mein Bruder hat auch Callcenter. Ja, kriegst du bei uns aber leider nicht, weil wir haben ein Festgehalt. Bei uns gibt es keine Provision. Oh, das ist aber nicht gerecht für gute Arbeiter. Das ist nicht in Ordnung. Ich werde die Gewerkschaft anrufen. Ja, und für schlechte Arbeiter ist es ja noch schlechter. Stell dir mal vor, wir haben einen Arbeiter, der weniger bucht und weniger Aufträge macht. Dann verdient der ja fast gar nichts. Ja. Deswegen gibt es bei uns keine Provision. Wir werden nach Stunden bezahlt. So wie ein Maler ja auch nach Stunden bezahlt wird. Und da haben Sie schon mal einen Maler gesehen, der, wenn er eine Wand malert, danach nach Provision bezahlt wird? Nicht, aber das ist ja eine ganz andere Branche. Deswegen,
Es wird nicht in jedem Callcenter nach Provision bezahlt. Ja, das ist wohl wahr. Aber das ist traurig für gut. Ist die eine gute Verkäuferin, denn junge Dame? Sie ist halt noch nicht ganz so lange dabei, aber bisher kann ich auf jeden Fall über die junge Dame nicht klagen. Ja, wie lange, weil so viel neu, ich habe schon von so vielen neuen Leuten gehört, wie lange arbeitet in Schnitt jemand bis Kündigung machen? Wir kündigen soweit eigentlich gar nicht. Nee, die Leute können selber kündigen. Bis die unter psychischem Druck kaputt gehen, wie lange dauert? So natürlich, wir haben ja Mitarbeiter, die sind schon über 10 Jahren bei uns. Blöd. Wir haben Mitarbeiter, na natürlich. Arme Leute. Es gibt ja bei uns keinen psychischen Druck. Das Problem ist, die junge Dame telefoniert mit Ihnen jetzt schon seit, keine Ahnung, wie viele Minuten. Soll ich und Ihnen genau sagen? Sie sind ja noch kein wenig vorangekommen. Na doch, wir haben mega Spaß gehabt. Sie hat mein ganzes WG kennenlernen. Wir haben Liste vorlesen. Was haben wir für Geräte zur Ermittlung von Verbrauchsbedarf? Wir rufen Sie aber nicht an, um mit Ihnen nur Spaß zu haben. Spaß ist immer schön. Ja. Aber wir rufen auch an, um Ihnen irgendwo auch zu helfen. Sind Sie und wenn wir da aber nicht vorankommen, ja, aber ist Sie ja sind, auch blöd. Sie sind aber mit bisschen Spaß einverstanden, oder? Natürlich. Super. Zum Beispiel den Kollegen, den sie vorhin lachen gehört hat. Das war nämlich ich. Und ich habe gelacht, weil ich mit einer jungen Dame telefoniert habe und die Dame einen sehr lustigen Witz erzählt hat. Ja, können Sie mir den Witz bitte sagen? Den Witz? Ja, bitte. Der ist ein bisschen böse. Das ist egal. Ich bin Russ, ich kann das ab. Das haben Sie schön gesagt. Ich werde Ihnen dann auch Witz sagen. Ja. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht hier, um Ihnen Witze zu erzählen, ja, sondern wir sind hier, um zu arbeiten. Jetzt haben Sie mich heiß machen. Ich will die Witze hören. Dabei. Nein, heiß machen wolltest du nicht. Ich bin verheiratet. Komm, sag mir deine Witze. Also, ich bin verheiratet. Also, heiß machen will ich jetzt nicht unbedingt. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt musst du mir Witze sagen. Das Schlimme ist, ich komme ja gerade ein bisschen von Ihnen verarscht vor. Ich komme echt noch als verarschen Sie gerade meine Kollegin und mich noch mit dazu. Soll ich zuerst Witze sagen? Ja, hauen Sie raus, komm. Was ist 2 Frau und ein Esel bei Küche? Keine Ahnung. Artgerechte Haltung. Der war aber sehr makaber. Das ist ganz schön frauenfeindlich, ich, der Witz jetzt gewesen. Ja, jetzt bist du dran. Dabei. Also, wir hatten einen Witz gehabt. Kleiner Junge kommt nach Hause, geht zum Vater und sagt, du Papa, wir hatten heute in der Schule Afrika durchgemacht. Ist Afrika weit weg? Dann sagt der Vater, nein, eigentlich nicht. Wir haben einen dunkelhäutigen Kollegen, der kommt jeden Tag mit dem Fahrrad. Den fand ich auch sehr gut. Ja, das wenn ist man doch, ihn versteht. Das ist doch langweilig. Man lacht ja aber auch ein bisschen mit den Kunden, wenn die Witze nicht so gut sind, auch als... Ja, das ist Verkaufstaktik. So halt. Jetzt musst du aber noch hören. Ich habe neulich ein Witz bei einem Film hören. Ist nicht meine Meinung, aber ich fand geil. Weißt du, ein Amerikaner... Ein Chinesen und ein Mexikaner, die laufen bei Strand lang, ja, die machen Spaziergang. Und da die eine Flasche finden mit Geist drinnen, die dran reiben, Geist kommt raus. Er sagt zu die Chinesen, was willst du haben? Und er sagt, ich will, dass meine ganzen chinesischen Brüder, dass die alle wieder sind glücklich und zufrieden bei Heimat. Der Geist macht Fingerschnipp, alle Chinesen weg. Dann fragte die Mexikaner, was willst du haben? Und er sagt, wir haben alle Angst vor Trump und hier und da, bring mich bei meiner Heimat. Schnippst alle Mexikaner wieder weg. Und dann sagt er zu dir Amerikanski, sagt er, hör zu, du hast auch einen Wunsch, was möchtest du haben? Der Amerikaner guckt rechts, der guckt links und sagt, gibt jetzt kein Chinesen und Mexikaner mehr bei Amerika? Der Geist nickt und dann sagt der Amerikanski, dann kannst du mir ein Bier geben. Hast du verstanden? Ja, aber der ist ein bisschen rassistisch. Na, nicht nur ein bisschen, viel mehr. Ich finde, das wäre jetzt ein Witz für Donald Trump. Ja, richtig. Deswegen habe ich ja Trump sagen. Aber, junger Mann, ich muss auch weiterarbeiten. Ich übergebe es nochmal an die Kollegin, weil ich muss auch noch weiterarbeiten. Ja, Sie haben Situation. Sie haben Situation. Ja. Wie lange müssen Sie arbeiten? Noch bis 18.30 Uhr. Krass, dann haben wir noch eine Stunde Zeit. Ja, gib mir den Kollegen. Mach ich. Dabei. Geil, Highscore. Hat aufgelegt! Zuckerblech! Ich glaube es nicht. Das wäre Callcenter Bingo. Gewonnen.